Willkommen zu Part 8 zu Nam fährt nach Skandinavien. Wir sind in Olden angekommen und werden jetzt mit dem blauen Bus zur Seilbahn fahren. Und mit der Seilbahn werden wir 1000 Metern mit der Seilbahn zum Berg fahren. Außerdem werden wir auch noch Berge hochklettern, bis wir den Schnee sehen. Ich hoffe, es gefällt, und wenn es gefällt, liked doch das Video und abonniert den Kanal, damit ihr die weiteren Videos und Livestreams nichts verpasst. Da vorne ist schon der blaue Bus und der bringt uns zur Seilbahn und es dauert nur 15 Minuten. Von oben ist auch noch eine, in der mittleren Gebirge, das ist ein kleiner. Der läuft langsam runter. Ich weiß nicht. Nur 10 bis 15 Minuten Bus fahren, sind wir auch schon bei der Seilbahn. Und die führt 1040 Metern hoch zum Berg. Und wenn ich damit fahre, ist es auch noch die höchste Seilbahnfahrt meines Lebens. Und ich freue mich schon da oben. Schätzungsweise haben wir für einen Erwachsenen und einen Kind knappe 500 Kronen bezahlt. Also 50 Euro. Wie es von oben aussieht, nach unten, weil das richtig hoch ist, dann ist das hier die höchste Seilbahnfahrt meines Lebens. Oh mein Gott. Ja, der Eintritt sollte auch da stehen. Hier ist die Seilbahn. 1040 Meter nach oben. Viel Spaß. Ich hoffe, ich bekomme keine Höhenangst. Ich gehe einmal hin und zurück.
Wir sind oben angekommen und was seht ihr da? Diese Frau da wird Fallschirm springen. Die haben wir hier schon bei der Seilbahn gesehen, also hier beim Eingang. Und sie wird jetzt da runterfliegen. Okay, Fallschirmspringen würde ich jetzt nicht machen, aber wir werden mal durch einen Berg klettern. Es ist oben ganz kalt, Hände sind ebenfalls kalt, aber wenn wir höher klettern, sollte es noch ein bisschen kälter sein.
ganz in Steine, was da hochgeht. Das geht. Das geht. Ich glaube, wir sind gerade bei 1060 Metern, ey. Glaube ich zumindest. Den Stein ist ein bisschen anders, das ist ein bisschen rau. Bisschen rau, ne? Ja.
da hin noch? Ja. Bist du oder so ich? Ja, warte mal. Wir haben es geschafft. Der höchste Punkt, wo wir mit dem Berg geklettert sind. In Berghofen. Der Bergsteiger. Hm? Ja. Papa, der Bergsteiger. Geschafft. Sonnzuckern oder nicht? Ich kann das machen. Vier Firata heißt das. Genau da. Ich kann irgendwo hinlaufen. Hier. Irgendwo. Na weiter. Zu mir. Ja, ganz in der Nähe. Ja, überall. Wenn du willst, du kannst mich auch immer fotografieren wie Schnee. Ja. Ich glaube, ich brauche mit der Mitte stehen, die reicht auch schon. Jetzt laufen wir wieder runter und der Ausblick war wunderschön, schöne Berge und viel Schnee liegt da auch noch und kalt ist es auf jeden Fall. Ja. Wenn er Ball macht, dann kommt der, dann drückt er ab. Na komm, jetzt los. Er bildet sich. Ja. Wenn er wieder gebildet ist, muss ihm von den Backe, von den. Ja. Oder von Wasser. Der läuft vorbei und dann der macht das. Dann bildet ihn irgendwie einen Riss von innen. Ja. Als wir runtergelaufen sind und mit der Seilbahn jetzt runterfahren, hat es auch noch ein bisschen komisch gefühlt, denn wenn die Seilbahn nach unten fährt, fühlt sie sich so an, dass ich jetzt noch irgendwie aus einem nach oben gezogen werde, ne? Also richtig nach oben gezogen, sehr wie so ein Gummiband, aber ist noch ertragen und wir werden jetzt mit dem Bus wieder zurück zum Schiff hinfahren. Wo wir noch nie gesehen haben, ist hier. Basketball- und Fußballplatz sollte hier auf der hinteren Seite sein. Aber wo? Ja, wir starten doch gleich mit dem Schiff. Und das Schiff wird jetzt
weiter Richtung Stavanger fahren, denn Göteborg ist leider nicht mehr, werden wir nicht mehr anlegen, weil es keine Transferbusse gibt, also nicht genügend Transferbusse. Und es ist fast uns enttäuscht, weil wir noch nie in Schweden waren. Aber wir werden bald mal in 8 Jahren noch so eine Fahrtour machen und einen Zahn zulegen, dass wir nach Göteborg fahren werden. So sieht es aus, wenn das Schiff auf die Fjorde fährt. Wellig ist hier auch schon ganz hinten, aber schaumig ist hier eigentlich mal schon ganz normal. Ach, da ist ja auch noch dieses Basketballfeld, wie auch das Fußballfeld. Wir sind da von ganz unten da, hier zum Geländer gelaufen, dann nach rechts und nochmal nach rechts. Und da ist ja auch noch diese Fußball- und Basketballstation.